Vermisst du es aktuell auch, einfach mit deinen Freunden rumzuhängen, den ganzen Nachmittag oder die ganze Nacht durchzuquatschen oder zu zocken? Absolut verständlich. Aktuell nutzen wir dafür vor allem irgendwelche Apps. Chatten kann man schließlich auch im Messenger und auch über Insta und TikTok kann man sich so ein bisschen austauschen. Und auch Zocken funktioniert, zumindest theoretisch auch von zu Hause aus. Doch was, wenn es jetzt auch noch Online-Probleme gibt? Leider gibt es sowas nämlich auch. Zum Beispiel Cybermobbing auf WhatsApp, gemeine Fake-Profile auf Insta und miese Beleidigungen in Ingame-Chats. Und dann auch noch niemand, mit dem man drüber reden kann. Nicht ganz. Es gibt nämlich die U-Port-Scouts. Ihr fragt euch jetzt, die U-was? Wer hinter den U-Port-Scouts steckt, das erfahrt ihr heute. Von mir jetzt schon mal die Info: U-Port-Scouts sind Jugendliche, die dafür ausgebildet sind, euch bei digitalen Problemen zu helfen. Wir haben heute hier virtuell zwei U-Port-Scouts zu Gast und bevor ich hier noch weiterrede, erzählt ihr doch mal, wer seid ihr eigentlich und was macht ihr außerhalb von U-Port gerne? Hey, ich bin Stefan, 19 Jahre alt und seit Anfang 2019 Scout bei U-Port. Neben meiner ehrenamtlichen Tätigkeit arbeite ich als Fachinformatiker. Hey, ich bin Julia und ich bin 21 Jahre alt. Ich studiere soziale Arbeit und bin mittlerweile seit 4 Jahren bei UPort. Bei UPort bietet ihr als Scouts ja anonym Online-Beratung an. Und ganz neu ist jetzt eure Messenger-Beratung. Da kann man also mit euch chatten. Wie genau funktioniert denn so eine Messenger-Beratung dann? Der Ratsuchende geht einfach auf uport.de und startet dort dann den Telegram- oder WhatsApp-Chat. Schreibt uns dort dann die Anfrage. Und wir beantworten sie dann in der Beratungszeit. Das Ganze kann man immer von Montag bis Freitags von 18 bis 20 Uhr aktuell machen. Was sind dann da so die häufigsten Probleme, mit denen Leute zu euch kommen? Und hat sich das irgendwie jetzt in der Corona-Zeit verändert? Man kann vielleicht sagen, dass das Thema Cybermobbing am häufigsten drankommt, vielleicht so 60% der Anfragen. Wobei hier auch gesagt ist, dass das Thema Cybermobbing einfach ein riesengroßes Thema ist und da ja auch super viele kleine Bereiche noch mit reinfallen. Und dies hat sich auch nicht während der Corona-Zeit verändert. Außer, dass die Ratsuchenden meist im Homeschooling sitzen und dadurch nur schwer an Ansprechpartner kommen, wie zum Beispiel Vertrauenslehrer, Klassenkameraden oder eben auch gute Freunde, die unterstützen können. Könnt ihr denn eigentlich immer selbst helfen oder sind es manchmal auch Probleme, bei denen ihr selber nicht mal mehr weiter wisst? Leider können wir nicht immer selbst helfen. Und wenn wir mal nicht mehr weiter wissen, haben wir ein Beratungsteam im Hintergrund, die uns dabei dann unterstützen. Wir leiten auch bei manchen Fällen an andere Beratungsstellen in unserem Beratungsnetzwerk weiter, die dann speziell auf manche Themen besser eingehen können und dann auch vor Ort zum Beispiel unterstützen. Ihr seid U-Port Scouts in eurer Freizeit. Wie viel Freizeit oder Zeit von euch nimmt das Ganze denn in Anspruch? Viele von uns arbeiten, manche gehen noch zur Schule oder manche studieren. Das heißt also, jeder hat einfach auch noch etwas anderes zu tun. Das Schöne bei UPort ist allerdings, dass man eigentlich so viel Zeit investieren kann, wie man es einfach selbst gerade schafft oder möchte. Kostenlose und anonyme Beratungen online, da kommt doch bestimmt auch mal Quatsch an. Wie geht ihr denn mit Fake-Anfragen und Fake-Problemen um? Wenn wir Fake-Anfragen bekommen und das wirklich super, super offensichtlich ist, dass man einfach sieht, dass es eine Fake-Anfrage ist, dann antworten wir trotzdem und wir sagen demjenigen: Hey, du hast uns gerade eine Fake-Anfrage geschickt und wir investieren gerade die Zeit darin, diese zu beantworten. Es gibt aber Leute, die brauchen eigentlich diese Zeit und die brauchen wirklich Hilfe und versuchen so demjenigen einen Denkanstoß zu geben. Und ich würde sagen, dass das bisher auch sehr erfolgreich war. Vielleicht könnt ihr zum Schluss noch mal kurz zusammenfassen: Bei welchen Problemen kann man sich bei euch melden und wie erreicht man euch am besten? Also, wann man sich bei uns meldet, ist eigentlich sehr flexibel. Über unser Formular kann man sich quasi 24/7 melden. Mit was man sich bei uns melden kann, ist eigentlich auch sehr, sehr flexibel. Es geht eigentlich alles rund um das Thema Web und irgendwelche Probleme, die damit zusammenhängen. Vielen, vielen Dank, ihr Lieben, dafür, dass ihr heute virtuell hier im Handysektor-Studio zu Gast wart. Und wenn ihr jetzt mehr über UPort erfahren wollt, dann schaut mal in die Infobox. Und wenn ihr schon mal da seid, der Like-Button wäre für einen Drücker bereit.